Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Ich sage euch am Start mit einem neuen Summoners War Video. Ich darf euch heute etwas Schönes zeigen. Ich habe gestern Abend endlich Zeit gefunden und bin mit Tier A hart durch. Yay! So, meine Kristalle sind auch bald angekommen, also bei meinem Ziel angekommen. Wir wollten ja 20.000 Kristalle erreichen, aber ich habe mir jetzt überlegt, bevor wir beschwören, mache ich ja eigentlich immer dieses Shop-Refresh-Video. Das heißt, ich brauche 20.750 Kristalle, aber ich denke, das kriegen wir auch hin. Ich habe heute wieder fleißig an der Hausarbeit gearbeitet, also werde ich demnächst fertig sein. Freut euch auf eine große Beschwörung, ich kann es selbst kaum erwarten. Zum Schluss gibt es heute wieder eine Frage des Tages. Wenn ihr was von mir in Line wollt, schreibt einfach Hashtag davor, ja, das ist sehr wichtig. Okay, heute wird es nochmal ein bisschen Zeit, in der Welt Arena aufzuräumen. Hab seit dem letzten Video nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, ich habe momentan einfach absolut null Zeit für sowas. Ja, okay. Legen wir los. 3, 2, 1, let's go, baby. Ich hoffe, unsere Rivalen sind heute halbwegs erträglich. Ein Japaner. Es fängt ja gut an. Ah, god damn. Mal sehen, was er so hat. Bin sehr gespannt. Ich freue mich so auf die Beschwörung. Das wird so gut. Das wird so. Naja, ich weiß ja nicht, was kommt, aber es werden sehr viele Schriftrollen werden. The Siren ist eins meiner Lieblingsmonster in RTA. You bitch. Es fängt noch nicht mal wirklich an und ich beleidige schon. Shit. Wie wäre es mit... Ah, ich hasse Okeanos. Okeanos ist so gefährlich. Früher habe ich immer Laika benutzt, aber jetzt ist Laika so... Blah. Ja, das ist das Problem. Wie wäre es mit... Ich nehme Chao und Ciara. Ja, Chao noch immer die alten Runen. Der Arme, ich finde nichts für den. Das ist so traurig. Aber okay. Garni, no. Lagmaron, oh god damn. Was nehme ich denn hier? Ich habe eigentlich... Ich glaube, ich nehme Orion und... Rakuni. Ja, ich glaube, das wäre was. Ich weiß, wir haben keinen wirklichen Heiler, aber... Ja, wen bann ich denn von denen? Entweder... Tessarion oder Garni. Oh, Verrat auch noch. Uch. Ich glaube, ich bann Tessarion. Klappt das? Die sind so im enormen Vorteil. Die haben zwar keinen Defense Break, aber so viel Control, Stun, Freeze... Skill Reset und wir haben einfach nur so, ja okay, wir haben auch ein paar schicke, es war klar, dass Ciara gebannt wird. Hätte Chao wenigstens Wille ruhen, könnte er nicht resettet und gefreezed werden und sowas. Aber ja, wir müssen damit jetzt leben. Armer Chao, shit, der braucht dringend Wille ruhen. Man, ich farme fleißig. Jetzt wieder, weil ich ja davor TOE hart gemacht habe und keine Zeit hatte, aber jetzt farm ich wieder fleißig. So, der kann nicht schneller als mein Orion. Der denkt auch so, what the fuck? Ja, okay, jetzt kommen wir zum Zug. Ändert nicht wirklich viel, wobei Wind Panda... Ich mach ehrlich gesagt einen Defense Break auf den Verrat, da macht er weniger Damage. Das ist schon mal gut. Alle werden gefreezed bis auf Wind Panda, ist okay. Wind Panda wird gestunt, Okeanos proct. Schön. Das ist so der perfekte Start von so einer Weltarena-Serie. Ich weiß, meine Picks waren nicht so gut gegenüber sein. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hätte nehmen sollen. Ansonsten, ich hätte vielleicht vorher Tessarion nehmen sollen, aber... Das war mein... Er hat als ersten Pick Tessarion genommen. Das ist so... Meh. Vielleicht hätte ich auch einen Healer einbauen sollen. Rakuni muss nur einmal zum Zug kommen. Dann hielt er sich und... Oh, er hat schon wieder den Skill. What the fuck? Okay, wir haben noch nicht verloren. Wir können ja auch healen. Chao hielt sich selbst und Wind Panda hielt mit Dings. Das war... What? Hey! You bitch. Und Wind Panda hielt mit seinem zweiten Skill, der leider resettet wurde. You bitch. Dieser dumme Qual... Stun Proc? Schade. Dieser dumme Qual Stun von diesem Verrat... Bullshit. Aber wenn wir Chao ein bisschen... Ah, oh, ich habe geil erprockt, schade. Wenn wir Chao ein bisschen tunen, dann dürfte er... Oh, Wind Panda. Dann dürfte er eigentlich das ziemlich gut hinkriegen. Aber er muss noch getuned werden. Also definitiv mehr HP, mehr Speed und auf Wille. Dann wäre alles perfekt.
sind nur leider sehr viele Stats. Aber ich denke, wir haben die erste Runde hier definitiv verloren. Das können wir aufgeben, oder? Wir werden jetzt gestunt. Nein, kein Stun. Raccoon kommt aber nicht vorher zum Zug. Wind Panda. Ich glaube nicht, dass Wind Panda das hier alleine regelt. Der wird gleich resettet und gestunt. Und dann kriegen wir nichts mehr hin. Aber wir können es ja versuchen. Oder auch nicht. Also ich denke, das war's dann. RIP Wind Panda. RIP Heaven. God damn. Okay, nächster. Der war aber relativ hoch, sonst hätten wir nicht so wenig Punkte verloren. Schon wieder merkwürdige Zeichen. Garni, okay. Dann nehmen wir diesmal Wind Panda Tessarion. Tessarion, ich mag Tessarion viel lieber als Fiomas in der Weltarena. Ich denke, er hat auch mehr Potenzial, auch wenn das Fiomas immer ausrastet und so. Aber ja, als nächstes nehme ich, denke ich mal, Emma. Und dann müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir... Sollen wir bei Chao bleiben? Oder sollen wir Ciara nehmen? Ich denke, ich bleibe bei Chao. Bleiben wir mal bei Chao. Und jetzt packt er seine Ciara. Nein, Ragdoll. Okay, danke. Danke, danke. Danke. Wir haben jetzt hier drei Dragon Knights. Und Ritesh. Okay, wen bannen wir denn? Ich habe irgendwie das Bedürfnis, diesen Wähler zu bannen. Aber dann kommt dieser Ritesh. Das ist alles so hässlich. Sollen wir Thiumas nehmen oder eine Ciara? Ich denke, ich nehme eine Ciara. Und ich banne Wähler, glaube ich. Wähler? Der macht Ritesh Defense Break. Ja, ja, ja. Wähler oder Ritesh? Ich denke, ich banne Wähler. Und dann haben wir Oblivion für den da. Oblivion für Laika. Und Ritesh darf uns nur nicht killen. Ah. So unerfahren mit RTA diesen Monat. Also dieser Monat fing gerade an. Nicht viele Kämpfe bisher gemacht. So, Chao wird erstmal resettet. Das war mir klar. Ist aber gar nicht so schlimm. Also doch schon irgendwie. Es wäre schöner, wenn er Willerun hätte. Dann hätten wir bei sowas keinerlei Probleme. Wen sollen wir als erstes killen? Ich denke, wir killen als erstes mal Dingsbums hier. Der kommt jetzt in der Zwischenzeit zum Zug, weil er Dingsbums durch die Passive von wie heißt es? Ragdoll hat er jetzt Attack-Leiste bekommen. Oh, shit. Ein wenig mehr und er wäre schon gestorben. Das wäre so gut gewesen. Aber leider ist das nicht der Fall. Bitte proc nicht. Okay, danke. So, wir arbeiten jetzt weiter an ihm. Nice! Okay, sehr gut. Sehr gut. So, Chao hat bisher noch nichts gemacht. Chao, okay. Yay, Chao! Ich weiß nicht, ich mag Chao so, so unglaublich sehr. Ich glaube, ihr wisst, dass ich ihn sehr gern mag. Ich würde ihm die schicksten Runen geben. Aber sie sind leider nicht da. Ja. Leider, also ich würde ihm sogar die Runen von Theomas geben. Nur passen die Runen von Theomas nicht auf einem Chao, weil man möchte einen Chao sehr tanky Runen und so. Und deswegen ist es ein Nein, bitte nicht mein Chao. No. Jetzt habe ich gerade Chao gelobt. Jetzt ist Chao schon gestorben. Dieser Shit. Mein armer Chao. Dingsbums ist tot, außer der Ritesh. Kann der Ritesh healen? Nein, oder? What? What? Der hätte eigentlich nicht wieder healen können, oder? War es nicht ein bisschen zu früh? Oh, das war sehr viel Damage. Nice proc to Sion. Ich mache jetzt mal den Heal up. Oh nein. Dann mache ich den Heal up mit Panda jetzt. Oh god damn, diese proc rate. Eigentlich müssten wir das Ding hier gewinnen, aber je nachdem, wie die Gegner jetzt ausrasten, haben wir kleine Probleme. Kleine. Aber das werden wir gleich sehen. Garni, you bitch. Proc Tessarion, nein. Er kann jetzt den Defense Break machen. Ich weiß, ich habe gerade geklänzt, aber ich wollte einfach den Heal haben, bevor mich Garni resettet. Jetzt kann Garni nämlich nichts resetten, weil wir keine Skills sowieso haben. Ritesh, hör auf. Seht ihr diesen Ritesh, wie der meinen Feuermonster crittet und provoked und der Garni jetzt schon wieder resetten kann und unsere Attack-Leiste wieder auf 0 zurücksetzt, obwohl wir
Lass mal reden, Heaven. Obwohl wir so verdammt viel Resistance haben. Wir haben sogar den Resistance Leader. Danke, dass ihr jetzt auch mal proggt. Und nicht nur die Gegner. RIP, Retesh, you bitch. Fucking idiot. Okay, sorry. Yay! Hat er verdient. Richtig ins Face. Müst. Wir haben dich verwüstet. Na, okay. 569 Punkte. Yay! Ciao, boy. Ciao ist in der momentanen Verfassung nicht wirklich geeignet für RTA. Ohne Willerun sind die Monster relativ gefährdet. Aber ich nehme ihn einfach mit, weil ich ihn mag. Scheibenkleister. Ciara. Wow. Nehmen wir Sarion und erstmal Emma. Und dann gucken wir mal, was sie so weiter auspacken. Ich könnte ja eigentlich. Okay, dann nehmen wir mal unseren Lucian, der sowas von Bullshit ist. Aber ich möchte nicht, dass die Gegner einen Lucian auspacken. Ihr könnt jetzt auch einen Zaros auspacken oder was weiß ich was. Aber ich tendiere zu einem Lucian, bevor er den Lucian auspackt. Und dann nehme ich Kmoon. Kmoon, nehme ich Kmoon mit, okay. Er nimmt Dover. Okay. Geht auch. Wir bannen ehrlich gesagt diese Fae. Wir haben auf allen Wille und Schild drauf. Ja. Und dann dürften wir das hinkriegen. Okay, Emma. Gut. Wir nehmen auch noch Resistance Leader. Also, wenn Orion jetzt Wille strippt, dann heißt es Fuck my life. So ungefähr. Aber naja, wir werden gleich sehen, was da rauskommt. Ein Sieg, eine Niederlage. Also umgekehrt. Eine Niederlage, ein Sieg. So, seht ihr? Überall? Nein. Nein! Wieso auf Why? 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 Mein Lucian hat sowieso nicht viel gemacht, aber resist! Na, es wäre zu schön gewesen. Also Lucian ist jetzt einfach mal weg. Wir arbeiten jetzt an dem hier. Orion, hör auf. Stop it. So, wir machen jetzt das hier. Und dann Crit! Ja, na! Wieso macht er nicht seinen Skill? Why? Warum macht er nicht seine Bombe? What the fuck? What the fuck? Da hätte er die Bombe legen können. Also ich meine, ich hätte mit Panda cleansen können, aber warum hat er nicht die Bombe gelegt? Hä? Könnt ihr mir das bitte erklären? Muss ich das verstehen? Muss ich das verstehen? Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Nein. Nein. Danke. Okay, warum? Also ich meine, er hätte gewonnen, oder? Logik. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das bedeutet hat. Will sich. What the fuck? What the fuck? Hä? Bin ich zu verpeilt, um das jetzt gerade zu verstehen, was er da gemacht hat? Oder wollte er mich gewinnen lassen, was eigentlich sehr merkwürdig ist? Weil das eigentlich keiner machen würde. Weil jeder Punkte will. Hä? Naja, also ich hoffe, dass irgendwann eingeführt wird, dass Verlierer wenigstens einen Punkt bekommen. Das wäre sehr angenehm. Kmoon, du bist amazing. Ich mag den. Auch wenn Kmoon eigentlich immer stirbt, es ist ein Wunder, dass Kmoon hier gerade nicht stirbt. Weil normalerweise, ihr kennt es ja, wenn Kmoon benutzt wird, stirbt er. Immer. Immer, immer, immer. Naja, war ja eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Mein Akku ist gleich leider wieder leer. Aber ja, ich nehme dann auf, abends, nachdem ich die ganze Zeit gearbeitet habe und dann vergesse ich meinen MacBook zu laden. Also gestern zum Beispiel. Deswegen hatte ich gestern keine Akkuprobleme, weil ich ja noch relativ voll war vom Akku her. Naja, drei Kämpfe wieder gemacht. Wir machen ja immer so drei bis vier, zwei bis vier Kämpfe, je nachdem, wie lang und wie ausgeglichen diese Kämpfe sind. Ich denke, die waren aber alle in Ordnung, bis auf dieses eine Mistding da in der Mitte. Jedenfalls, bald beschwören wir. Ich denke aber, da sich der Turm in 6 Tagen zurücksetzt, dass ich noch die zweite Ladung auch mache. Wie findet ihr das? Denkt ihr, das ist gut? Ich hoffe es. Ach so, wenn ihr die Serie unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Das muss ich ja immer, oder das sage ich ja eigentlich immer bei den Weltarena-Serien-Videos. Aber ich habe es jetzt verpennt. Ja, also jedenfalls denke ich, dass ich dann nochmal den zweiten Turm mache.
Wie findet ihr das? Das werden so verdammt viele Schriftrollen und ihr müsst wissen, mein Lager ist schon fast so voll. Also es wird Zeit, dass ich 3 Stars bekomme, um die Max 3 Stars zu 4 Stars zu verwandeln, weil es ist schrecklich. Mehr als schrecklich. Mehr als schrecklich. Braucht dringend 3 Sterne Monster und 5 Stars. Okay, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir kommen jetzt zur Frage des Tages. Gibt es, nein, okay, Hashtag FDT von Batuan hat schon, oder war schon mal Teil einer Frage des Tages, denke ich. Der Name kommt mir jedenfalls bekannt vor. Gibt es ein Six-Star, welches du bereust? Ein Herz für dich, Heaven. Ein Herz auch für dich. Ein Herz für alle, die zuschauen. Und ja, gibt es. 2 sogar. Nummer 1, dieser Bad Boy, der Gorgo. God damn. Also, ich habe mich da leider ein bisschen von Ju inspirieren lassen. Ju fand den damals so cool und hat gesagt, ah, der ist so toll und man kann total viel mit dem anstellen und man braucht noch nicht mal viele, also gute Runen, um damit der gut klappt, weil hier bekommen wir 70% Crit Rate. Das heißt, man braucht eigentlich nur 30%, dann crittet er immer, man kann in Tanky Runen und so weiter und so fort. Das sind übrigens Shit Runen auf ihm drauf. Die ist auch auf plus 0 und so. Aber ja, dann habe ich ihn zum Six-Star gemacht, habe ihn in 1-2 Gilden, ist schon sehr lang her, 2 Jahre oder so, in 1-2 Gildenkämpfen oder so benutzt und dann habe ich festgestellt, dass egal wie gut die Runen sind, dieses Monster nicht wirklich viel Sinn macht und viel zu wenig Damage macht und eigentlich immer stirbt und so, also, ne, sorry, aber das bereue ich ein wenig. Und Lumi, die hat auch nur so, keine Ahnung, übrig gebliebene Runen drauf. Nichts Besonderes. Lumi finde ich auch, oh, ich weiß nicht, ich habe die damals zum Sixster gemacht, als ich Probleme mit Dragon Speed 10 hatte. Und ich habe gedacht, sobald ich Lumi zum Sixster mache, werde ich Dragon Speed 10 schaffen, weil es so Videos gab, in denen Lumi Dragon Speed 10 Solo gemacht hat. Es war allerdings nicht der Fall. Es liegt auch, oder lag teilweise daran, dass sie keine Max Skills hatte. Oder noch immer nicht hat. Und ja, ich finde, sie ist relativ unnötig geworden heutzutage. Ist zwar cool, dass sie gebufft wurde, dass sie auch glänzt, aber es gibt einfach viel bessere Heiler. Selbst Bella ist angenehmer. Bella, Shazoon, Ariel habe ich. Cool, Dingsbums Lumi mit einem Reset und einem Dot ist zwar okay vom Kit her mit Resistance Leader, aber im Prinzip meh. Ja, also die zwei bereue ich, weil ich die eigentlich kaum verwendet habe. Ja, so viel dazu. Daron habe ich sehr oft benutzt, Shen habe ich auch sehr oft benutzt, die beiden haben mir sehr geholfen, sie hat mir auch sehr geholfen, Tyron hat mir sehr geholfen. Dann gibt es diese zwei, die ich bereue und zwei, die, naja. Also hier ihn habe ich mal teilweise Schutzwille in der Comp mit Arya benutzt, das lief ganz gut und ansonsten früher in Giants, bevor ich dann Ethna bekommen habe. Und ihn habe ich einfach aus Prinzip zum Sixer gemacht, weil es ein neues Monster war, ein Homunculus. Der hat bis heute keine Skills, deswegen, es war teilweise unnötig, aber ich habe ihn einfach zum Sixer gemacht. Warum nicht? Also ich meine, ich habe genug Food übrig, deswegen tut mir es nicht weh, wenn ich irgendwann seine Skills hole oder so. Naja, also ihr seht, die weibliche Variante des Homunculus benutze ich fast immer, also da bereue ich nichts, aber hier, naja, also ist jetzt keine Schande, weil man den vielleicht irgendwann verwenden kann, aber hier, Dings und Dings, uah. Ja, also so viel dazu. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen, wir sehen uns im nächsten Summoners War Video wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal, ciao.